Aber der war echt lecker. Da war alles drauf. Bacon, ich glaube Barbecue-Soße. Und Alter, das war so ein Dingen. Nee, von oben kommen wir, glaube ich, hier nicht rein, weil es ist ja auch kein Gebäude, was nebenan steht. Okay, da müssen wir also doch die Hauptquest erstmal machen. Ist ja nicht schlimm. Machen wir erstmal einen Wegpunkt weg, weil die Hauptquest sehen wir ja. So. Da fährt wieder ein Fahrzeug. Ich umgehe das mal schnell. Gewitzt. Lalala, 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 lalala. Laufe ich hier richtig? Ich hoffe mal. So. Tralalala, tralalala. Ich hoffe, wir sind... Na toll. Natürlich war das nicht richtig. Okay, super. Klasse. Klasse gemacht, Flex. Okay. Gucken wir mal. Irgendwie müssen wir doch... Wie war denn der... Oder war das hier lang? Ist es hier... Hä? Ah, hier. Hier ist ja Safe House. So. Da gucken wir doch mal. Klingeln wir mal wieder. Klingelingeling. Da wären wir schon. Ah, hier waren wir schon mal. Stimmt, hier waren wir schon mal gewesen. Boah, ist schon ewig her, wo wir hier waren. Hey, Doktor. Sieh dich um. Sieh dich gut um. Das ist dein Werk. Du und Ned, ihr habt in dieser Zone Probleme gemacht und das ist der Preis dafür. Menschen, Brady. Unschuldige Menschen. Entschuldigung. Dieses ganze Gerede über eine Revolution. Aber am Ende müssen immer die normalen Menschen leiden. Ich habe einfach nicht genügend Vorräte, um jeden zu behandeln. Da du dafür verantwortlich bist, dass die meisten von ihnen hier sind, willst du vielleicht helfen? Die KVA hat ein Depot auf der anderen Seite der Stadt. Dort sollten medizinische Vorräte sein. Aha. Willst du etwas Gutes tun? Besorg mir so viele dieser Vorräte wie möglich. Aha. Jetzt kommt das Depot. War klar, dass wir das nicht vorher machen konnten. Oh, was haben wir hier? Oh, Tagebucheintrag. Cool. So, harte Maßnahmen. Immer mehr Berichte erzählen von ehemaligen US-Militärmächten, die sich ganz im Land verbergen. Die Bürger fürchten sich vor einem Krieg, auch wenn niemand nur ansatzweise glaubt, dass man gegen das fortgeschrittene Militär der Koreaner mit Apex-Technologie ankommen könnte. Und du amputierst diesem armen Typen in der Zwischenzeit das Bein. Kann ich mal weiterlesen? Alter, der geht mir jetzt auf den Keks. Ich geh mal eben... Kann ich mich hier hinstellen und das lesen? So, okay. Die sogenannte Stimme des Friedens, Benjamin Walker, ermutigt die Leute dazu, koreanische Hilfe zu verweigern und für Freiheit und Frieden einzustehen. Aufgrund dieser Gerüchte und weiterer antikoreanischer Propaganda hat die KVA mehr Sicherheitskontrollpunkte aufgebaut und Reisen zwischen Städten im ganzen Land verschärft. Reisen? Okay. Es gab öffentliche Protestwellen, doch die KVA versichert, dass dies rein dem Schutz der amerikanischen Bürger und koreanischen Hilfsarbeiter dient. Neue KVA-Verstärkung strömt seit Tagen in Philadelphia ein, weshalb die Frucht in der ganzen Stadt auszubreiten scheint. Die Furcht. Die Bürger machen sich aufgrund der Machtdemonstration Sorgen. Es gibt nicht nur gepanzerte Infanteristen, sondern auch Unterstützungsfahrzeuge, Drohnen und Luftschiffe. Die KVA nimmt die Bedrohung der Rebellen sehr ernst. Doch es scheint fast so, als hätten sie zu schnell auf dieses Szenario reagiert. Egal wohin man geht, überall sieht man KVA-Soldaten. In den anderen Großstädten
passiert das Gleiche. Obwohl Bürgermeister Simpson behauptet, dies sei nur eine vorübergehende Maßnahme, werde ich das Gefühl nicht los, dass das alles perfekt einstudiert war und die neuen Langzeitsituationen für die Bürger ein von Korea besetztes Amerika sein könnte. Natürlich ist es so. Natürlich ist es so geplant, dass die Koreaner Amerika einnehmen wollen. Das ist ja natürlich die Idee dahinter. Na? So, ich denke mal, dass wir jetzt wahrscheinlich die... Ich schau mal eben auf die Karte. Wahrscheinlich jetzt das... Oh, wir haben noch eine SMS bekommen von Moore. Denk daran, Brady. Die KVA ist nicht wie wir. Sie denken und handeln anders. Sie haben dieses Land zerstört. Also, lass keine Gnade walten. Ich bin ein bisschen... Ich weiß, keine Ahnung. Ah, seht ihr? Jetzt müssen wir nämlich dahin. Es ist ein bisschen... Ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen, muss ich sagen. Weil einerseits liefern die Hilfsmittel. Na? Finger nach oben und man wird dich loben. Alter, wie geil. Finger nach oben und wird dich loben. Oh, warte mal. Oh. Steckst mir den Finger in den Popo. So. Nee, ich bin so ein bisschen zwischen den, weil einerseits, wie gesagt, die Koreaner haben ja sogar Hilfspakete und so geschickt gehabt, ne, und alles. Und andererseits zetteln wir ja einen weiteren Krieg an. Ich weiß nicht, klar, ist ein bisschen hart mit ihren Stützpunkten hier und pipapo. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Weil der Doktor hat ja ein bisschen recht, ne, weil... Die Leidtragenden sind ja immer die Leute, ja, die mit in diesen Widerstandskrieg ziehen. Warte mal, ich gehe hier lang. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt gerade vollkommen falsch gelaufen. Warte, ich kletter mal hier rüber. So. Oh, was ist das denn? Hey, können wir durchsuchen. Cool. Können wir wieder eine Bombe bauen? Nee, uns fehlen immer noch Batterien. So, gelbe Zone von Earlston. Italien Market. Hey, und es hat mal aufgehört zu regnen. Und die Straße ist klatschnass. Das sieht immer noch so fantastisch aus. Auch wenn viele, wie gesagt, rumjammern, ja, ist ein Scheißspiel, ist so verbuggt und so. Ich habe sogar gehört, dass der Multiplayer wohl so schlimm verbuggt sein soll. Ich meine, kleine Bugs im Singleplayer ist ganz klar. Aber wie gesagt, der Multiplayer habe ich noch nicht angespielt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, wie komme ich denn... Oh, oh. Da ist schon wieder die Einheit. So, wie komme ich denn da rein? Hier spricht Burnett. Das ist das Depot. Anscheinend ist es durch elektronische Schlösser gesichert. Haben Möglichkeiten, um sie zu überschreiten. Ich habe gehört, dass Ned in diesem Distrikt eine Ausrüstungsfabrik aufgebaut hat. Vielleicht können sie dir dort helfen. Ich sende dir ihre Position auf dein Smartphone. Okay. Genau, zerstör mal den Van, der schon kaputt ist. Jetzt werden wir wahrscheinlich das Guerilla-Werkzeug kriegen, vermute ich mal. So. Hey, hallo. Du bist Brady, richtig? Ja, ich bin Brady. Hey. Einen Lauf zu haben. Hier, sieh ja. Das an. Das sind Hackgeräte. Wir haben sie dazu konzipiert, KVA-Systeme vorübergehend zu überschreiten. Aha. Wir haben dieses KVA-Tor aufgebaut, um sie zu testen. Frag nicht, woher wir es haben. Siehst du die Kabel, die zu diesem Terminal dort führen? Wirf einfach das Hackgerät auf das Terminal und das Tor öffnet sich. Echt? Probieren wir mal aus. Drohnen und Geschütze haben dieselbe Schwäche. Wenn man sie hackt, drehen sie durch und greifen die KVA an. Okay. Ja, aber nur bis die Systeme zurückgesetzt werden. Dann funktionieren sie wieder normal. Also sei vorsichtig. Okay. Hier, nimm ein paar Hackgeräte und probier's aus. Ja, ich probier's mal. Denn deine Hackgeräte überschreiben Drohnen, Sicherheitstüren, Kameras, was du willst. Ziemlich nützlich. Wirf den Hack einfach auf die Konsole.
Ja, warte mal eben. Wirf den Hack einfach auf die Konsole. Auf die Konsole einfach werfen, okay? Ach, wie geil. Alter Schwede. Du bist gerade in ein Hochsicherheitsgelände eingebrochen. Zumindest in der Theorie. Wenn dir die Hacks ausgehen, kannst du jederzeit mehr bauen. Ja, in Ordnung. Geh und mach Gebrauch von ihm. Wir sehen uns. Ja, so sicher finde ich das jetzt hier nicht. Aber toll, dass wir hier so ein paar Sachen kriegen. Finde ich gut. Bin ich ein Freund von. So. Ist ja cool. Ist ja eklig. Ja, meine SMS bekommen. Die lese ich sofort. Mal eben kurz hier umschauen. Okay. So. Setzen wir uns mal hier auf das Sofa und lesen mal unsere SMS, die wir bekommen haben. So, von Burnett. Meine Klinik benötigt alle medizinischen Vorräte, die wir kriegen können. Alles, was du findest und zu mir bringst, wird Leben retten, Burnett. Natürlich werden wir jetzt medizinische Hilfe machen. Wieso hältst du das so dem? Wie komisch der das hält, ne? Wenn du mal so guckst, ne? Guck mal hier, ich hab einen Hacker. Guck mal, ich hab einen Hacker. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. Ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Natürlich werde ich nicht vorne die Eingangstür nehmen, sondern ja, den hinteren Bereich. Aber dann könnte ich ja theoretischerweise... Entschuldigung. Warte mal eben. Dann könnte ich ja theoretischerweise, bevor ich jetzt hier... Bevor ich jetzt hier weitermache, könnte ich ja eigentlich jetzt die Polizeistation machen. Eigentlich. Weil im Prinzip, dann haben wir die schon geklärt. Und dann haben wir hier eigentlich ein freies Gebiet. Ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir machen erst die Polizeistation. Weil ich kann ja mir selbst, ich kann ja quasi so ein bisschen selbst entscheiden, was ich machen möchte hier. Oder was wir hier tun. Und, warte mal, wo komme ich denn hier rein? Ist das hier ein Supermarkt? Kriege ich hier Lebensmittel? Transistor? Aha, Nagelhaufen, ja. Spannungsregler, toll. Ich dachte, da kriegen wir jetzt noch Medikit. Also Medikit haben wir gerade bekommen in der Basis. So. Jetzt lasse ich mich da echt mal überraschen, wie wir da reinstürmen. Weil da möchte ich gerne auch ein bisschen ruhiger das Ganze angehen. Und nicht so forsch rantreten. Naja, gut. Soll ich jetzt wirklich von hier vorne reingehen? Ich glaube nicht, ne, oder? Das Problem ist, ich muss ja natürlich auch erstmal so einen Empfänger finden. Weil hier in der Tür ist keiner. Aber... Hier vielleicht irgendwas drin. Okay, hier ist nichts drin. Irgendwo werden wir schon fündig. Oder das gehört auch zur Mission. Aber, warte mal. Manche Terminals... Ja. Ist das hier ein Terminal? Ich probiere das mal. Lol. Kann ich... Uah. Ich sollte verschwinden. Verdammt, ich dachte, man kommt hier rein, aber anscheinend ist es doch nicht so. Okay, die Türen kriegen wir nicht. Das gehört bestimmt zur Mission, denke ich mal. Sollte hier ganz schnell verschwinden. Ja, komm an. Nehmen wir noch mit.
denke mal, wenn wir hier bleiben, passiert uns nichts. So, okay, also kommen wir in die Polizeistation. Also kommen wir in die Polizeistation nicht rein. Das gehört wahrscheinlich auch zur Mission, vermute ich mal. Also müssen wir doch zur Hauptquest. Aber gut, wir haben ja wie gesagt das Gebiet schon so gut wie geklärt. Da mache ich mir keine Sorgen, dass da noch irgendwie irgendwas dazwischen kommt. Dann gehen wir mal dahin. Ey, du ziehst voll das Let's Play, ne, Linge. Schon wieder? Ja. Finde ich. Findest du also? Ja. Ja, schön, dann finde das halt. Aber ich möchte mir nichts vorschreiben lassen, wie ich zu spielen habe. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gibt ja immer wieder so Leute, mach mal das, mach mal dies, mach mal dort. Na? Lasst mir doch die Freude am Spielen. Und schaut einfach zu und genießt einfach. Und ich meine jetzt die Leute, wie gesagt, die sich immer beschweren. Na? Es gibt ja immer wieder diese Leute, die kennst du wahrscheinlich auch. Da gab es früher immer diese Freunde, die tollen Freunde, die man früher hatte. Die immer gesagt haben, ja, du musst das machen, du musst dies machen, du musst dort machen. Finde ich mal total ätzend. Finde ich total ätzend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich will doch das Spiel so spielen, wie ich es gut finde, wie ich es genießen möchte und nicht wie andere. Wie als ob mich jemand leitet durchs Spiel. So, dann probieren wir mal. Das wird ja, denke ich mal, lustig jetzt. Und da drin steht auch eine Einheit oder ein Geschützturm oder so. Das. Ja. Ich gibt's hier. Tut mir leid, Mann. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal der Empfänger. Gibt's eine Möglichkeit von der Seite? Hier war da auch eine Tür, oder? Ja, guck mal einer an. Weil ich will nicht durch die Eingangstür reinspazieren. Okay. Okay. Kameras sind aus, so wie es ausschaut. So, hier läuft jemand. Die Frage ist, wo ist der? Ist der oben? Ist der unten? Das ist die gute Frage. Oh Gott. Oh Gott. Okay, der ist schon mal down. Kehren Sie nach Hause zurück und ignorieren Sie die Anstifter auf der Straße. Der ist auch down. So. Klappt bis jetzt ganz gut. Aber ich will das nicht zu laut schreien. Was sind das? Alte Videokassetten? Wahrscheinlich alte Pornos, oder? Ah, nee, doch nicht. Oh Gott, Alter, wie viele da sind. Oh Gott. Ich will hier so ein bisschen das ruhiger angehen diesmal, weil das sind echt viele Gegner und ich habe keine Lust hier, dass hier auf einmal... Was war das hier? So. Aber ich habe keine Lust, dass hier irgendwie ein Alarm ausgelöst wird oder sonst irgendwas. Ah, okay. Wir sind hier so ein bisschen safe. Das ist schon mal gut. Den ekligen Kühlschrank durchsuchen. Da ist jemand. Oh nein, die haben es mitbekommen. Scheiße. Das heißt, sie werden wahrscheinlich auch hier reinlatschen. Die haben es auf jeden Fall mitbekommen, dass einer liegt. Kann ich den durchs Gitter treffen? Warte mal, ich will mal ein bisschen vorsichtiger hier. Weil die stehen jetzt da draußen. Ich hoffe, die kommen nicht rein. Schade, dass man die Leichen nicht wegtragen kann. Dass man die irgendwo hinpackt oder so. Was? Oh Gott. Wow, du hast mich nicht gesehen. Verdammt. Was ist das denn da oben? Da ist auch eine Kiste. Okay, der hat den jetzt gefunden natürlich. Der andere hat das, glaube ich, gehört, ne? Kann das sein? Ja. Der hat's gehört. Also solange kein Alarm ausgelöst wird, ist das gar nicht mal so schlecht. Der rennt natürlich auch dahin. Ist klar.
So, sehr schön. Jetzt rennen die natürlich alle dahin. Aber solange sie uns nicht sehen und wie gesagt und auch, Nein, scheiße! Was habe ich gerade noch gesagt? Fuck. Steh auf! So, ciao, geh weg. Mach dich vom Acker! Heil dich. Huha. Nein, was? Nein! Scheiße, fuck. Checkpoint neu laden, natürlich. Fuck, ey, Mist, das gibt's doch gar nicht. Alter, das lief so gut. Verdammt. Das lief wirklich so gut. Das gibt's doch gar nicht.